Heute machst du einen Quantensprung, okay? Und zwar mit mir, nachher gleich. Ja, also du machst einen Quantensprung zu deinem zukünftigen Selbst. Und das ist ja auch immer so dieses Thema mit vergangene Leben, zukünftige Leben, jetziges Leben oder jetzige Leben, parallele Leben. Und egal, wo du da stehst oder was du da gerade als richtig oder nicht so richtig für dich empfindest, das ist, spielt keine Rolle. Diesen Quantensprung hin zur Verbindung mit deinem zukünftigen oder mit deinem parallelen Selbst kannst du nutzen, egal wie du das Ganze siehst. Ja? Wenn wir jetzt aber mal davon ausgehen, es gibt unzählige Universen, unzählige Dimensionen, unzählige Universen und alle Szenarien sind möglich. Dann kann es ein Universum geben, in dem du König der Welt bist. Ja? Oder es kann ein Universum geben, da bist du ein Bäcker. Oder ein Universum, da bist du der erfolgreichste Musiker auf dem Planeten. Oder ein Universum, eine Realität sozusagen, da bist du Straßenmusikant, whatever. Okay? So, wenn du jetzt mal davon ausgehst, alle Variationen von dir können parallel existieren. Du kannst dich mit einer Version von etwas, das du zum Beispiel machen möchtest oder leben möchtest, kannst du dich verbinden. Okay, das bedeutet, du hast eine Doppelgängerin, einen Doppelgänger, die in einer anderen Dimension das lebt, was du gerne leben möchtest. Ja, zum Beispiel beruflich, die einen bestimmten Beruf ausübt, wo du sagst, das würde ich super gern machen. Ich wäre gern, keine Ahnung, eine Star-Anwältin oder ich wäre gerne ein Maler oder ich, also von mir aus auch ein erfolgreicher Maler, ja, oder ich wäre gerne, denn meistens, wenn wir uns was vorstellen, wollen wir ja nicht nur mittelmäßig sein, sondern dann muss es ja schon was super Tolles sein und es ist auch gut so. Aber oft bleibt es dann dabei, dass wir uns das so vorstellen, also als Kind können wir das wunderbar, ja, wir stellen uns das so vor, wie wir irgendwie Pilot sind oder Astronaut oder sonst was, später verlieren wir das dann. Aber jetzt stell dir mal vor, es gibt ein Universum, in dem bist du Astronaut oder in dem bist du, was auch immer du sein möchtest. Und damit, der Herr, von dem ich zum ersten Mal von diesem Quantensprung gehört habe, heißt Bert Goldman und der sagt, und das finde ich sehr, sehr stimmig, also er nennt es jedes Leben oder jede Tätigkeit, jede Art von Sein, also wie du bist, hat eine gewisse Art von, ich nenne es Schwingung, er sagt Rhythmus. Das heißt, dein Leben hat eine gewisse Schwingung und auch du in dir als Person, du hast einen gewissen Rhythmus, indem du dich bewegst. Ja? Und wenn du dir jetzt vorstellst, du bist ein berühmter Schriftsteller, ja? Dann hat sein Leben, also die Ich-Variante von dir, die Doppelgänger-Variante von dir, als berühmter Schriftsteller, hat auch einen Rhythmus, einen Lebensrhythmus, einen Takt, eine Schwingung, die sich aber von deiner unterscheidet, weil du gerade nicht der berühmte Schriftsteller bist. Und das ist das Wunderbare, dass wir mit der Methode vom Quantensprung uns mit diesem Doppelgänger-Ich, das bereits das lebt, was wir wollen, verbinden können. Und aus diesem Leben, wir können schauen, was derjenige macht, was unser paralleles Ich, was unser Doppelgänger-Ich macht, wie er es macht. Wir können sogar uns verbinden, also uns einschleusen, verschmelzen mit diesem Doppelgänger-Ich und das Leben, ja, was derjenige macht oder diejenige macht, um dann zu schauen, wie ist der Rhythmus, wie ist die Schwingung von dem, wenn ich das schon lebe. Das heißt, es geht übers Visualisieren hinaus von, wie werde ich mich fühlen, wenn, oder ja so, es geht über das hinaus in ein Erleben und das ist es, was diese Methode so effektiv macht. Denn in anderen Videos, die ich gemacht habe, da kam oft zurück und deshalb gebe ich dir jetzt auch wieder ein Tool an die Hand, ein Werkzeug an die Hand. Es wird deutlich, dass die Menschen auf unterschiedlichen, natürlich von unterschiedlichen Bewusstseinsstufen her ihre Fragen stellen
also eigentlich jetzt zum Beispiel, oder ihre Meinung oder Kommentare oder ihre Gedanken mitteilen. Und da findet einiges eben statt auf dem Level von Law of Attraction, Gesetz der Anziehung, so diese Manifestationsebene. Einige gehen da total in Widerstand und sagen, ich muss doch nichts manifestieren, ich muss doch nur sein, ja, gehen dann so in Widerstand und in, ja, und da gibt es so die unterschiedlichen Kategorien. Und das, was ich euch jetzt sage, das soll nicht dazu dienen, um zu sagen, wir alle müssen das so machen und dann kommt ihr zum Ziel. Es ist eine Art und Weise, den Manifestationsprozess oder den eigenen Entwicklungsprozess anzugehen. Es ist nur eine Methode, die du nutzen kannst für deine eigene Entwicklung. Okay, das soll nicht als Anfang und Ende und so sehe ich das menschliche Sein oder so möchte ich, dass ihr das seht, ganz und gar nicht. Es geht hier allein um eine Methode, genauso wie Meditation oder Visualisierung oder Summen oder was auch immer eine Methode sein kann. Das ist eine. Aber eine effektive, weil sie dich ins Erleben bringt. Okay? Sie ist nicht kompliziert, sie ist nicht schwierig und wir können das jetzt sofort machen. Und wenn du das möchtest, dann mach das jetzt mal mit mir. Alles, was du tun musst, um dich in den neuen Rhythmus zu begeben ist. Ich möchte, dass du dir jetzt für den Moment mal etwas vorstellst. Du kannst auch gern pausieren. Dass du gerne umsetzen würdest, verwirklichen würdest. Irgendetwas, wenn du sagst, ich würde gerne ein Buch schreiben, weiß aber nicht wie, oder ich würde gerne ein Instrument lernen, oder ich würde gerne eine Sprache lernen, oder ich würde gerne whatever, was immer du sein möchtest, was immer du können möchtest, tun möchtest, lernen möchtest. Ja? Stell dir das jetzt gerade mal vor. Es muss auch nicht das Bedeutendste sein, ja. Nur eins von den Dingen, die du gerne auskundschaften würdest, die du gerne können würdest, leben möchtest. So, und dann schließ bitte mal die Augen. Okay. Und dann begib dich innerlich einfach durch das Atmen in einen entspannten Zustand. Okay. Atme ein paar Mal ein und aus und merk einfach, wo du gerade bist. Es ist unkompliziert. Jeder kann das machen. Du musst keine Vorerfahrung haben. Ein- und ausatmen, ganz ruhig. Komm so bei dir innen an. Und sei einfach da. Wunderbar. Wunderbar. So. Ich möchte, dass du jetzt dich selber stehen siehst, oben an einer Treppe, du schaust hinunter, das sind 10 Stufen und du siehst, du kannst dich ja zum Beispiel in deinem Haus oder so vorstellen, unten siehst du den Flur und du siehst die Haustür. Okay. Jeder sieht das jetzt für sich auf seine Art und Weise und was auch immer du da siehst, ob sie alt ist, neu ist, ob es deine ist, ob es irgendeine andere ist. Es ist alles in Ordnung, denn deine Vorstellungskraft ist das, was dich jetzt hier weiterbringt. Das heißt, es muss nicht die richtige Tür sein, denn jede Tür, die du gerade siehst, ist die richtige. So, ich zähle jetzt bis 10 und bei jedem Zählen gehst du eine Stufe hinunter. Okay, bist du unten angekommen. 1, 2, 3, 4, 5, du gehst die Stufen hinunter, ganz entspannt, 6, 7, 8, 9, 10. Jetzt kannst du fühlen, dass du noch entspannter bist. Und gleichzeitig freust du dich jetzt, deinen Doppelgänger oder deine Doppelgängerin zu treffen. Du gehst zur Tür und du öffnest die Tür. Okay? Du öffnest die Tür, schaust hinaus und vor dir steht dein
Doppelgänger. Okay, und zwar die Doppelgängerversion, die bereits das macht, was du machen möchtest, die bereits das Leben lebt, das du leben möchtest, oder die bereits etwas erlernt hat, das du noch erlernen möchtest. So, das heißt, du siehst dich jetzt an, du siehst dein Doppelgänger-Ich an und jetzt schau mal, was ist anders? Was fällt dir auf? Ist er älter? Ist er jünger? Ist er gut aussehend? Ist er weise aussehend? Wie ist er oder sie gekleidet? Was hat sie an? Schau dir diesen Doppelgänger, diese Doppelgängerin genau an, die bereits das lebt, was du leben willst. Und dann hör, wie sie zu dir sagt, komm mit, ich zeig dir, was ich so mache und wo ich das so mache. Ja, vielleicht ist es ein Doppelgänger oder eine Doppelgängerin, die in dem Haus lebt, wo du noch nicht weißt, wo werde ich leben, wie werde ich leben, wie soll das ausschauen. Und jetzt nimmt sie dich mit, ganz entspannt. Und du gehst einfach mal hinterher, du musst nichts tun, du lässt es dir zeigen. So, und jetzt zeigt dir deine Doppelgängerin, wo sie lebt, wo sie arbeitet, wo sie das tut, was du gerne tun möchtest. Und was du machst, ist, du lässt dir jetzt einfach mal zeigen, wie diese Doppelgängerin lebt. Was es bei ihr im Leben so gibt. Wie ihr Tag gestaltet ist. Wie sie das alles so macht. Lass es dir mal zeigen. Und du kannst auch Fragen stellen. Und sie wird antworten oder er wird antworten. Geh mal mit und fühl dich da hinein. Geh in das Leben von der Version von dir, die bereits das lebt, was du möchtest. Genau, und wenn du eine Frage hast, frag deinen Doppelgänger. Schau deinem Doppelgänger über die Schulter. Sie arbeitet, wie sie das macht, was du bereits machen möchtest. Mit wem ist sie da? Wer umgibt sie? Was umgibt sie? Und bleib dabei ganz entspannt, aber nimm wahr, wie sich dieses Leben anfühlt. Genau, und im nächsten Schritt, wenn dir deine Doppelgängerin jetzt zeigt, von mir aus spielt sie gerade Tennis und du möchtest Tennis lernen oder was auch immer. Im nächsten Schritt, du stellst dir vor, du stehst hinter deinem Doppelgänger, ja, schaust ihm über die Schulter bei dem, was er so macht und dir so zeigt. Und jetzt verschmilzt du mit deinem Doppelgänger. Du stellst dir einfach vor, du gehst hinein. Die Version bist ja du. Also du gehst jetzt in diese Version von dir hinein und agierst. Machst das, was die Person in ihrem Leben so macht, also dein Doppelgänger. Du, was du in dem Leben so machst. Das heißt, du bist jetzt nicht nur Beobachter, sondern Agierende. Du interagierst mit den Menschen, die da sind. Du tust, was die Person tut. Du denkst, was die Person denkt. Du fühlst es. Du fühlst zum Beispiel, wenn es ein großes, reiches, schönes Leben ist, fühlst du, wie sich die Person fühlt oder wie entspannt das alles ist, weil da gerade keine Sorgen sind oder so. Du kannst es fühlen. Und du bekommst Impulse, wie diese Person denkt. Wie diese Variante von dir denkt, die bereits das lebt, was du leben möchtest.
Und du spürst, dass diese Impulse anders sind als deine bisherigen. Aber das ist auch okay, denn du bist gerade in diese Version gegangen. Und dann fühle, wie der Rhythmus ist, wie die Frequenz ist, die Schwingung ist von diesem Leben. Vielleicht anhand von, dass du dich aufgeregt fühlst oder glücklich oder sogar glückselig oder friedlich oder harmonisch. Was immer es ist, fühle das, was dein Doppelgänger fühlt in diesem Leben, wie die Schwingung ist von deinem Doppelgänger und seinem oder ihrem Leben. Genau. Ja, du kannst jederzeit hier zurück. Ich möchte jetzt, dass du wieder heraustrittst aus deinem Doppelgänger-Ich. Du stehst wieder dahinter oder schaust ihn oder sie an. Und du kannst ihr oder ihm sagen, ich komme zurück. Du kannst so oft zurückkommen, wie du willst. Du kannst es täglich machen. Du kannst es täglich mehrmals machen. Und es ist nicht kompliziert. Es kann genauso sein, wie wir es gerade gemacht haben. Es kann noch schneller sein. Es kann viel ausgedehnter sein. Du kannst dir so viel Zeit lassen, wie du willst, um da hineinzufinden. Ja? Dann sag deinem Doppelgänger, ich komme wieder, wenn dir das gefallen hat, was du erlebt hast. Ja? Und dann geht ihr beide den Weg zurück zu deiner Tür. Okay? Ihr verabschiedet euch vor der Tür. Du öffnest sie, gehst hindurch und schließt die Tür wieder. Okay? Und du weißt, du kannst jederzeit zurückgehen. Und dann siehst du die Treppe wieder vor dir und du steigst die Stufen hinauf. Wieder ganz klar ins Hier und Jetzt. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nun öffnest die Augen. Willkommen zurück. So, das war jetzt eine kurze Reise zu deinem Doppelgänger-Ich. Und du kannst es für dich machen. Du brauchst auch gar keine Anleitung. Ja, also wenn ich das mache, ist es wirklich, ich schließe die Augen. Ich weiß, ich bin ungestört, schließe die Augen, gehe die Treppe hinunter, mache die Tür auf. Natürlich habe ich mir vorher überlegt, welches Doppelgänger ich möchte ich denn besuchen. Und was dir bewusst sein muss, ist, wenn du jetzt oben an dieser Treppe stehst, ja, und du weißt, du bist jetzt wieder hier, erinnere dich an den Rhythmus, an die Frequenz, die du gerade erlebt hast. Es kann gut sein, dass du bereits Anhaltspunkte bekommen hast, wie dein Doppelgänger das geschafft hat, dahin zu kommen, wo er ist. Ja, und du kannst auch vielleicht schon erfühlen, erahnen, was dir an diesem Leben dann besonders gefallen wird, was du unbedingt möchtest. Und du hast vielleicht auch nachgefragt, wie hast du das gemacht? Und du bekommst Antworten. Und wenn du keine konkreten Antworten bekommst, weil vielleicht dein Verstand ein bisschen zu sehr mit reinfunkt, ist in Ordnung, dann verlass dich auf diese Schwingung, die du da gefühlt hast, auf den Rhythmus. Ja, und Bert Goldman sagt zum Beispiel, du kannst dir vorstellen, dass du irgendwie deinen eigenen Lebensrhythmus, also dass der irgendwie schwingt, ja, so hast du das Gefühl, ist der Rhythmus in meinem Leben. Und wenn, als du die Frequenz wahrgenommen hast von deinem Doppelgänger, in seinem erfolgreichen Leben zum Beispiel ist der Rhythmus vielleicht, ja, du kannst es auch an der Schulter machen oder irgendwo tappen, ja, wie auch immer. Das heißt, du kannst dir physische Signale geben, die dir diesen Rhythmus in Erinnerung rufen. Und jedes Mal, wenn du dich dahin begeben willst, kannst du den Rhythmus von deinem Doppelgänger-Ich, den Rhythmus von dem Leben, das du haben willst, tappen. Ja?
Das ist eine Variante, wie du es auch noch ins Körperliche bringen kannst. Okay? Manche sind auch happy damit, wenn sie einfach sich reinfühlen in diese Schwingung, ja, weil sie es wahrnehmen können, den Unterschied. Und das kannst du mit allen möglichen Themen machen, mit allen möglichen Fragen, die du hast oder Dinge, wie gesagt, die du lernen möchtest oder, ja, oder Projekte, die du angehen möchtest oder Ziele, die du verfolgst. Ja? Ein sehr praktischer Tipp, eine sehr praktische Herangehensweise, nicht die einzigste. Ja, es gibt natürlich unterschiedliche Stufen der Manifestation, unterschiedliche Stufen der Visualisierung. Aber ich liebe diese Variante des Quantensprungs, weil sie ganz viel aus dem Weg räumt, das wir nicht brauchen, und weil sie uns direkt, wirklich in einem Quantensprung, zack, in eine andere Dimension bringt. Ja, und dann kannst du natürlich sagen, naja, eine andere Dimension. Existiert denn dieses parallele Ich tatsächlich, dass das lebt? Existieren alle anderen Varianten von mir auch wirklich? Und besuche ich dann tatsächlich diese Variante, die das lebt? Ja, also ist es tatsächlich ein Quantensprung in eine andere Dimension? Wir befinden uns mit dieser Technik des Quantensprungs nicht mehr nur auf der Ebene der Physik oder der Quantenphysik, ja, sondern wir befinden uns auf der Ebene der Metaphysik. Das heißt, viele Gesetze der Physik, des Physischen, gelten auf der metaphysischen Ebene nicht. Denn es übersteigt die Gesetze der Physik. Aber also ich meine, Metaphysik, metaphysische Anatomie, metaphysische Wissenschaft gibt es, ja. Und in diesem Bereich begeben wir uns, wenn wir diese Quantensprünge in eine andere Dimension vollziehen. Okay? Ich hoffe, du probierst es mal aus, wenn es dir zusagt. Vielleicht hast du es ja gerade ausgetestet und hast auch eine gute Erfahrung damit gemacht. Ansonsten ist es auch nicht schlimm. Also wenn du beim ersten Mal sagst, weiß nicht, kam da nicht so ganz rein oder mir ging es zu schnell oder so, das ist in Ordnung. Das war jetzt nur so der erste Test, der erste Quantensprung. Ja, euch die Chance zu geben, diesen ersten Quantensprung zu machen, das könnt ihr jetzt selber für euch wiederholen. Wenn du möchtest, kann ich das auch nochmal als geführten Quantensprung aufzeichnen und in einem der nächsten Videos dann praktisch auf YouTube stellen, sodass du dich durchführen lassen kannst, wenn du sagst, es hilft mir, wenn ich da angeleitet werde, und dann würde ich das noch mehr ausbauen, würde noch mehr Zeit lassen für diese Erfahrung dort, ja. Das kann ich gerne machen. Also das kannst du gerne im Kommentar schreiben, wenn dir das helfen würde, dann mache ich das. Ansonsten kannst du es einfach für dich machen. Die Augen schließen, die Treppe runtergehen, zur Tür hinaus und los geht's. Ja, also mir gefällt daran, dass es einfach nicht kompliziert ist und dass es mega effektiv ist. Also du wirst überrascht sein, was du alles von deinem Doppelgänger-Ich erfährst, und du wirst überrascht sein, wie einfach es ist, sich dieses Leben plötzlich anzugucken. Denn du bist nicht mehr damit beschäftigt, zu visualisieren. Jemand, du, zeigst es dir. Es ist schon da. Du wirst merken, wenn du das machst und wenn du das mehrmals machst, ist es so einfach. Du öffnest die Tür, dein Doppelgänger nimmt dich mit, ganz unkompliziert. Du siehst schon auch, wie er oder sie ausschaut und so. Und schwupps bist du mitten im Leben von dem anderen und kriegst die wichtigen Aspekte mit. Ohne dass du dich anstrengen musst, dir jetzt vorzustellen und zu visualisieren, wie wäre es denn, wenn, oder ich begebe mich mal. Denn es wird dir gezeigt, und dann auch wenn du verschmilzt, merkst du plötzlich, wie du anders bist. Ja, wie du vielleicht selbstbewusster bist, wie du weißt, welche Fähigkeiten du plötzlich hast, wo du jetzt natürlich denkst, jetzt habe ich die nicht in diesem Leben, aber du weißt ja dann, dort hast du sie, ja, dein Parallel-Ich, dein Doppelgänger-Ich hat die. Und du verschmilzt damit und du fühlst, du hast sie. Es ist ein wunderbares Erleben dieser anderen Dimension. Und es ist tatsächlich ein Erleben der anderen dimensionalen Art. Ja?
Nimm nicht das, was ich sage, sondern versuche es selber, erlebe es selber, experimentiere selber damit und sieh, was sich da für dich ergibt, sieh, was dir daran gefällt und wie effektiv es für dich sein kann. Ich wünsche dir für heute einen wundervollen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal.